Heute Morgen war ich jetzt in Kittrich, hab die Mulde von dem Traktor abgeladen. Jetzt stehe ich hier in Langen. Da steht unser R29. Den lade ich jetzt. Und der geht mit nach Hause.
steht. Ich hab wieder. Vergesse ich jedes Mal, das Schild hier nach unten zu lassen. Jedes Mal. So, Schild geht mit dem hier. Man hört es. Jetzt hat er es. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendeine Kette drunter liegen, wie ich mich kenne. Ich könnte recht haben. Alles gut. Ich mache schnell die Ketten dran. Wir haben jetzt 10 Minuten vor 10. Und jetzt rolle ich, wie gesagt, Richtung Kaiserslautern. So, wir sind schon gleich 17 Uhr heute Mittag. Ich bin von Kaiserslautern heim. Werkstatt kurz. Dann bin ich mit dem Sprinterbus hier nach Landstuhl zur Liebherr gefahren, habe dort einen Motor geholt für unseren R922. Dann habe ich eben noch kurz in der Werkstatt geholfen. Ja, das hätte ich kennen, Filme alles. Die Backen von unserem Backenbrecher haben wir schnell getauscht. Die habe ich dann mit dem Bagger reingehoben. Ja, das war's für heute. Damit fahre ich erstmal in die Sonne. Es geht wieder nach Kaiserslautern. Dann lade ich den R29 kompakt und der geht dann rüber nach Weilerbach. Auf jeden Fall dahin, wo das neue Krankenhaus gebaut wird. Gleich wieder meinen penetranten Linke anmachen.
Umweg gemacht, eine Zufahrt.
Ganz ruhig bleiben, Männer. Wart, fahr ich vor. Ich lade nur den Bagger ab. Den DX300 habe ich ja noch geladen. Den lade ich schnell ab und meine Stangen baue ich in die Vierachse ein. Das mache ich schnell heute. Ich werde noch ein bisschen putzen, denke ich.
weiß nicht, ob man es gesehen hat, diese Kette hier, die hängt ja sehr, sehr durch, da ist der Kettenspanner kaputt. Kettenspanner heißt, die Kette ist lose und bei zu viel Lenkbewegung kann die dann halt runterspringen. Das wollen wir ja nicht, nicht wahr? So, ich hänge jetzt schnell wieder zusammen. Der steht tief.
So, noch die Vierachser draufgehängt. Mehr als das muss ich gar nicht machen heute. Montagmorgen lade ich hier im Hof und fahre damit nach Kietrich. Und in Kietrich bringe ich wieder den Bagger mit hierher. Schon wieder defekt, ja. So. Schauen wir mal. War eine kurze Woche. Wenige Verlade oder B- und Entlade auf Aufnahmen leider ging vieles, ging viel zu schnell. Aber es darf ja auch mal eine langweilige Folge sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dass die nächste Folge wieder spannender wird. Haut rein. Ciao.